Geld zu tun. Mit Geld, das die Krankenkasse nicht ausgeben möchte, um einem schwer an multipler Sklerose Erkrankten zu helfen. Ein Bericht über eine schier unglaubliche Geschichte von Matthias Wert. Das ist Ralf Husemann aus Osnabrück. Heute ist Ralf Husemann im Schwimmbad. Ein ganz besonderer Tag für den 38-Jährigen. Denn Ralf Husemann kommt nur ganz selten zum Schwimmen, obwohl Schwimmen für ihn lebensnotwendig ist. Er ist, anders als die anderen Besucher, nicht zum Vergnügen hier. Ralf Husemann ist chronisch krank. Er leidet seit fast 20 Jahren an der tückischen multiplen Sklerose, einer unheilbaren Nervenkrankheit, die Lähmungen und extreme Bewegungsstörungen verursacht. Ohne Hilfe schafft er es kaum die Leiter hinauf. So fit wie alle anderen ist er nur im Wasser. Auf dem Trockenen machen seine Beine oft nicht, was sie sollen. Ein kleiner Schritt dauert dann Minuten. Häufig verliert Ralf Husemann die Kontrolle über seinen Körper völlig. Immer wieder wird er von heftigen spastischen Krämpfen geschüttelt. Also ich versuche damit umzugehen, dadurch ganz gezielt, dass ich schwimmen gehe. Weil ich da gemerkt habe, es tut mir unheimlich gut, in Richtung Auflockern von spastischen Krämpfen und ähnlichen Sachen. Also es ist sozusagen richtig eine Behandlung Ihrer Krankheit fast. Ja, dieses Schwimmen gehen, wo ich persönlich drauf achte, Ralf, du musst heute schwimmen gehen, heute unbedingt noch. Das ist Therapie für mich persönlich, wo ich merke, ich werde beweglicher. Ich kann besser gehen, ich kann mich ansonsten in allen möglichen Bereichen besser bewegen. Die Wohnung Kilometer weit weg. Die Strecke schafft er nur im Behindertentaxi. Der Service kostet 25 Mark hin und zurück, dazu kommt der Eintritt, eine vergleichsweise billige Therapie. Alleine bezahlen kann Ralf Husemann die Therapie trotzdem nicht. Wegen seiner Behinderung ist er arbeitsunfähig und bekommt Sozialhilfe. Nur 560 Mark bleiben ihm im Monat. Deshalb ist er ein seltener Fahrgast. Doch sein Arzt hat Ralf Husemann das Schwimmen als Therapie verordnet, und zwar möglichst täglich. Also wandte sich Ralf Husemann an die AOK, seine Krankenkasse, ihm das ärztlich verordnete Schwimmen zu erstatten. Schwimmen selbst, es ist ja keine Therapie, es handelt sich ja um ein normales Schwimmbad, ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Und deswegen haben die Krankenkassen einfach hier Probleme, Kosten zu übernehmen, weil man sagt, das sind Dinge, die gehören zur allgemeinen Lebensführung und die muss jeder selbst finanzieren. Wörtlich hat die Krankenkasse gesagt, also Freischwimmer bezahlen wir Ihnen nicht. Das ist bei mir ziemlich hart angekommen damals bei mir. Ich kann mich erinnern, da habe ich am Telefon geweint. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass jemand sowas sagen konnte. Es sei zum Verzweifeln, sagt Ralf Husemann. Je regelmäßiger er zum Schwimmen komme, desto besser käme er ohne Rollstuhl und fremde Hilfe klar. Wissenschaftlich nicht erwiesen, sagt die AOK. Für einen messbaren Erfolg der Schwimmtherapie bei Ralf Husemann gebe es keine Qualitätssicherheit, heißt das in Kassendeutsch. 4 Jahre dauert schon der Zwist mit der Krankenkasse um die Therapie. Derweil fällt es ihm immer schwerer, sich selbst zu versorgen. Er lebt allein und ist deshalb dankbar für jeden beschwerdearmen Tag. Seine ganz private Schwimmtherapie ist dabei deshalb so erfolgreich, weil das Wasser im öffentlichen Schwimmbad mit etwa 25 Grad vergleichsweise kalt ist. Und Kälte wirkt hervorragend, das wissen viele MS-Kranke. Aber offenbar nicht die AOK. Die machte Ralf Husemann nämlich, zur Güte, ein überraschendes Angebot. Die Krankenkasse hat Ihnen geschrieben, therapeutisches Schwimmen, würden Sie ihn zahlen? Ja, therapeutisches Schwimmen, was heißt Schwimmen in für mich übertemperiertem Wasser. Also 32 Grad und noch mehr. Und da ist die negative Folge, dass die Spastik verstärkt wird, dass meine Bewegungsfähigkeit gestört wird, aber das will die Krankenkasse bezahlen. Warum nur verweigert die AOK das in seinem Fall heilende Schwimmen, würde aber das schädliche therapeutische Bad zahlen? Dieses ist ja auch wissenschaftlich anerkannt. Das Problem entsteht dort, wo Methoden, die wissenschaftlich nicht anerkannt sind, und da gehört das normale Schwimmen, wenn man das als Behandlung einsetzen will, hinzu, dass dieses im Sinne der Qualitätssicherung dann auch nicht übernommen werden kann, weil man ja nicht weiß, ob es denn einen Erfolg bringt. Und wir haben ja jetzt diese Frage schon seit 1993 auf dem Tisch. Und im Grunde genommen müsste man ja, wenn es richtig wäre, jetzt erkennen können, hat es denn in der Zwischenzeit schon was gebracht? Hat es ja. Ja, das ist offensichtlich nicht so nachweislich, dass es also vom medizinischen Dienst so eingeschätzt wird. Gut.
Doch am Erfolg der Schwimmtherapie gibt es überhaupt keinen Zweifel, sagt der behandelnde Facharzt, der Ralf Husemann seit Jahren betreut und den Verlauf der Krankheit genau beobachtet. Es ist Erfahrungsschatz der Ärzte und Krankengymnasten, die mit MS-Patienten umgehen, dass Kälte sich positiv auf die Mobilität auswirkt. Die Ursachen sind da noch nicht hundertprozentig geklärt. Wir wissen aber, dass insbesondere Kälte spastik lösend wirkt. Es spricht ja auch die Eistherapie bei MS-Patienten sehr gut an. Umgekehrt wissen wir, dass Wärme, wie zum Beispiel Sonnenbäder, Aufenthalt in warmen Ländern, auch warme Bäder MS-Patienten im Befinden und wohl auch von der medizinischen Symptomatik verschlechtern. Hat Ihres Wissens nach der medizinische Dienst selber mal direkten Kontakt mit Herrn Husemann gehabt? Direkt begutachtet? Das kann ich im Moment nicht beurteilen. Das weiß ich nicht, ob das vermutlich sind, aber persönliche Untersuchungen durchaus gelaufen. Ist eigentlich während der ganzen Zeit von der Krankenkasse ein Gutachter oder ein Arzt zu Ihnen gekommen? Hat sie sich angeschaut, hat sie untersucht? Nein, ist nie einer da gewesen. Und ich hatte gedacht, es würde mal jemand kommen, um das zu sehen, wie gut das tut, dieses tägliche Schwimmen. Aber es wurde immer nur nach Richtlinien entschieden. Der behandelnde Mediziner hat das kalte Schwimmen ärztlich verordnet und es würde helfen. Die Kasse aber will weiterhin nur zahlen, was schaden würde. Welche Auswirkungen würde es auf den Krankheitsverlauf von Herrn Husemann haben, wenn ihm das Schwimmen für die Zukunft weiter versagt bliebe? Also ich rechne schon damit, dass die neurologische Symptomatik und auch die Beweglichkeit, die ja sein Behindertendasein bestimmt, durch das Versagen des Schwimmens sich verschlechtert. Das heißt, wir werden auch da zusätzliche Kosten bekommen, dass wir dann intensiver behandeln müssen, dass wir Krankengymnastik mit Hausbesuch machen müssen, dass wir Krankenhauseinweisungen eher machen müssen. Ich sehe da eine recht erhebliche Kostenbelastung auf uns zukommen, weil das Schwimmen nicht rechtzeitig und intensiv lange in der Vorphase zum Zuge kommt. Eine Einigung im Schwimmbadstreit wird es ohne ein langes Gerichtsverfahren nicht geben. Ralf Husemann bleibt hier im Schwimmbad deshalb, zu seinem Leidwesen, ein seltener Gast. Die Aufgabe einer Krankenkasse ist, dass es mir besser geht. Das schreibt die Krankenkasse sich auch auf die große Fahne hier. Wir sind für ihre Gesundheit da. Aber wenn ich das denn so sehe, wie sie mit mir persönlich dann umgeht, gerade in dieser speziellen Situation, denke ich, das kann nicht sein. Da ist irgendwo eine Lügerei dabei.